Auf geht's zum Achtelfinale nach Bella Italia. Unsere Frauen starteten am Dienstagmorgen vom Braunschweiger Flughafen auf nach Florenz. Beim dortigen AC findet das Hinspiel des Achtelfinales der diesjährigen UEFA Women's Champions League für unsere Farben statt. Die Wölfinnen, allen voran Cheftrainer Stefan Lerch und Kapitänin Nilla Fischer, freuen sich auf die Aufgabe in der Toskana. Ja, wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel morgen. Ich denke auch, es wird eine tolle Kulisse sein. Ich weiß, dass Florenz ja versucht hat, wirklich viele Zuschauer ins Stadion zu locken. Und wenn die Kulisse da ist mit dem tollen Stadion, denke ich, werden wir ein tolles Spiel sehen und dann natürlich auch auf Sieg spielen und hoffentlich den Sieg dann auch mit nach Wolfsburg nehmen. Ja, ich freue mich sehr. Also auch wie die ganze Mannschaft. Champions League ist immer etwas Besonderes. Das würde schön zu spielen morgen. Nach der Ankunft im Hotel Villa Tolomei wurde Kraft getankt beim gemeinsamen Essen und einer anschließenden Mittagsruhe, ehe es am späten Nachmittag ins Stadion ging, wo das Abschlusstraining stattfand. Die Gegnerinnen aus Italien haben sich im 16. Finale knapp gegen den dänischen Meister Fortuna Jöring durchgesetzt. Zu Hause gewann die Fiorentina mit 2:1 im Hinspiel, auswärts in Dänemark reichte dann ein 0:0 Remis. Also ich erwarte erstmal eine Mannschaft, die wirklich alles in die Waagschale werfen wird, was sie hat. Ich erwarte eine sehr leidenschaftliche Mannschaft, eine sehr emotionale Mannschaft, die wirklich um jeden Zentimeter auf dem Platz auch kämpfen wird. Ja, und wenn dann auch noch die Stimmung von den Rängen ins oder aufs Spiel dann übertragen wird, dann denke ich, wird das schon ein sehr intensives Spiel, ein kampfbetontes Spiel. Ich erwarte aber auch eine Mannschaft, die versuchen wird, immer wieder nach vorne Nadelstiche zu setzen und da müssen wir aufpassen. Aber selbst wollen wir natürlich wieder offensiv auftreten, mutig auftreten und ja, hier auch natürlich Tore erzielen. Die Grundlage für ein Weiterkommen wollen unsere Wölfinnen morgen in Florenz legen. Anstoß im altehrwürdigen Stadio Artemio Franchi wird um 19 Uhr sein. Alle Highlights seht ihr selbstverständlich hier bei Wölfe TV.